Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Journey of Life. Für mich ist heute der Tag nach dem Livestream. Also heute ist Mittwoch bei mir. Das ist, glaube ich, der Donnerstagspart jetzt, den ich da gerade aufnehme. Vielen Dank dafür an alle, die dabei waren und auch an alle, die später den Stream nochmal nachgeguckt haben. Ich hoffe, ich denke dran und verlinke den unten in der Videobeschreibung oder ich mache die Infobox oben, dass die ihn verpasst haben, den quasi nochmal sehen können. Und damit auch noch einen herzlichen Dank an China Melanie und Sandman, die da eifrig mit dabei waren bei dem Kampf gegen die Wölfe und ja, bis wir es dann endlich hier hoch geschafft haben. Es war vielleicht mit dem Stream ein kleines bisschen gespoilert schon, weil den Part von gestern hatte ich nämlich noch nicht hochgeladen. Aber ich denke, das ist in Ordnung. So, was habe ich vor? Ich habe mir erstmal ein paar Kokosnüsse geholt, weil wenn ich in diese Richtung laufe, dann komme ich zu einem schönen Weg, der nach unten führt an den Strand. Dort sind ein paar Kokospalmen und da kann man sich wirklich ganz gut versorgen. Trotzdem habe ich jetzt erstmal hier noch einen Komposter mit hergestellt. Es wird dann schon Stück für Stück ausgebaut. Jedenfalls habe ich ein paar Bäume mitgenommen und dann ist mir eingefallen, Mensch, verdammt, wir haben doch diese Karre, Moment, das müsste ich bei Stationen, glaube ich, haben, diese Schubkarre, und da müsste ja auch richtig viel Zeug reingehen. Ich hoffe, das hat jetzt doch schon jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich mir das herstellen soll, weil es ist immer schwierig, darauf zu reagieren, wenn man dann den Part schon vorproduziert. Nee, da ist es jedenfalls nicht. Töpferei auch nicht. Werkzeuge ist es. Da ist es. Small Card. Wir brauchen da 5-2 Meter Bretter brauchen wir dafür. Na dann kreieren wir doch das Ding mal. Aha. Lass ich mal hier durchlaufen. Craft. Oh. Craft. So. Man kann das an zwei durchlaufen. Wir könnten vielleicht noch den einen oder anderen Baum hier fällen. So, fällt gar nichts runter? Normalerweise sind doch immer die Zapfen. Diese Kiefernzapfen. Achso, die kullern weg. Okay, alles klar. So, gib mir die Stämme. Den Stamm. Fallen hier hin? Gib mir den Stamm. So. Ja, diese Aleppo-Kiefern, die sind nicht gerade die besten Materialbringer. Also die geben halt echt nur ein oder zwei so Baumstämme, was echt schade ist. So, und ich möchte halt die Bäume so ein bisschen stehen lassen hier. Das ist, sonst wäre mir das alles ein bisschen zu kahl. Ich schaue schon, dass ich die möglichst kleinen Bäume immer weghaue. Was mache ich eigentlich? Warum mache ich nicht erst die Karre und gehe dann auf Holz sammeln? Das wäre doch in Ordnung, ne? Naja, ist egal. Dann haben wir auf jeden Fall gleich ein paar Stämme. Die kann ich ja alle jetzt einpacken. So. Du kommst hier auf die zweite Hand. Dann schnappe ich mir natürlich alles, was da liegt. Vielleicht finde ich jetzt hier unterwegs noch irgendwas. Ja. Das kann ich mitnehmen. Dann könnte ich hier noch ein paar Alocasie. Also ich würde es Alocasie aussprechen. Würde ich mir jetzt auch noch mitnehmen, weil die können wir nämlich in den Komposter schmeißen. Und vor allem hier wachsen viele von diesen Dingern. Dann packe ich das damit drauf. Kullert runter, das ist klar. So, dann haben wir hier noch ein paar von den Stecken und dann noch ein bisschen getrocknetes Holz. Wenn es runtergefallen ist, egal. So, dann würde ich sagen, ich packe die Baumstämme mal noch daher. Schade, dass ich die immer drehen muss, aber gut, ist halt so. In irgendeine Ausrichtung müssen sie ja gehen, ne? So, dann kann ich die nämlich gleich wieder beauftragen und schnapp mir im Grunde gleich mal die Bretter. Dann können wir den Wagen herstellen. Und da geht nämlich richtig viel drauf, so viel ich weiß. Woodworks, 2 Meter Bretter, 8 Mal bitte, Craft. So,
raus da. Dann schnapp ich mir mal die Bretter. So. Und dann brauche ich den Hammer. Yes. Can carry some goods. Und wie nehme ich den? Ich kann den irgendwie nicht nehmen. Oder muss ich den... Ja, empty, schön. Aber warum kann ich den nicht nehmen? Ich kann ihn mit E... Also press E to pick up. Ich kann ihn aber nicht abpicken. Warum? Das ist jetzt natürlich doof, ne? Wenn ich mit denen nicht nehmen kann. Weil es steht ja extra da, ne? E to pick up. Scroll mouse to select item. Muss ich da... Ich kann den nicht nehmen. Zerstören kann ich ihn auch nicht. Habe ich vielleicht den Fehler gemacht, weil ich ihn daher gebaut habe? Kann das sein? 5 Stück braucht man, ne? Muss ich dann jetzt nochmal einen machen? Das wäre ja total bescheuert, wenn das jetzt tatsächlich, wenn ich das jetzt tatsächlich nicht nehmen kann. Place. So, probieren wir es nochmal. Small card, empty. Moment, ich kann doch da was reintun. Empty. Ah, okay. Ihm to take. Und wie kann ich jetzt den Schubkarren selber nehmen? Weil ich bekomme auch kein Ding angezeigt. Ja super, jetzt habe ich die 4 Dinger wieder rausgenommen. Die sollen aber jetzt mal drin bleiben. E take. Press E to pick up. Rechtsklick auf ein Item für mehr Optionen. Scroll Middle Mouse, das mache ich, wie blöd, aber ist es dann einfach nur eine verbesserte Truhe oder was? Warum kann ich das nicht nehmen? Puh, das ist aber jetzt total dämlich, ganz ehrlich. Ich mache jetzt halt mal hier an der Stelle einen Schnitt, ich lade den Speicherstand nochmal neu. Und mache im Grunde nochmal die 5 Sachen, die ich da gemacht habe. Und dann hole ich euch gleich wieder rein. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach buggy gerade im Moment. Also bis gleich. Okay, jetzt habe ich nochmal geladen. Im Grunde habe ich gar nicht so viel gemacht. Von daher ist es total egal. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt nochmal. Used for transporting bigger item quantity. So. Wir platzieren das Ding. Ich stelle das jetzt mal hier dahinter. Ich stelle das jetzt mal dahin. So, Small Card. Ich bin jetzt mal gespannt. So. Sag jetzt bloß, es hat nur noch ein Schlag gefehlt, oder was? Ich kann aber das Item immer noch nicht aufheben. Can carry some goods. Ja, das ist schön. Press E to pick up. Oh, meine Güte. Man muss auf den Griff gehen.
Man muss auf den Griff gehen, dass man diese Karre nehmen kann. So, jetzt probieren wir das mal. Kann ich, während ich das in der Hand halte, das ist ein bisschen strange noch, kann ich denn dann Stein zum Beispiel aufheben? Ich muss den jetzt drin haben anscheinend. To release the card. Okay, dann kann ich das Card wegmachen. Okay, und ich habe dann... Okay, das ist cool. Also ich muss tatsächlich auf den Griff gehen und E drücken, dass das dann funktioniert. Und die Lenkung ist total bescheuert. Ich kann mich zwar umgucken, aber lenken tue ich, indem ich mit A und D arbeite. Okay, dann mache ich mir Folgendes. Ich gehe jetzt hier diesen Weg wieder runter. Den habe ich nämlich vorhin schon entdeckt, wie gesagt. Hier geht es nämlich schön runter zum Strand. Und dann kann ich hoffentlich... die Baumstämme hier einladen. So, ein bisschen vor noch. Release das Ding mal. Und dann müsste ich normalerweise, wenn ich dann da stehe, die Bäume alle hier reinpacken können. Ich bin mal gespannt, wie viel Zeug das eigentlich trägt. So. Aber auf jeden Fall, die Bäume trägt es alle. So, und wenn ich hier drauf gehe, yes, dann habe ich dieses ganze Zeug hier drin. Das ist natürlich schon cool. So. Schauen wir mal, wie viel da reingeht. Ich habe hier, glaube ich, noch irgendwo Zeug liegen. Ich wollte eigentlich an der Maschine weiterbauen, dass ich endlich diese Axt machen kann. So, warte mal. Nee, das lasse ich jetzt mal. Dann packe ich die da noch rein. So. So und so. So, dann an den Griff. Wo ist er? Oh, das ist... Also es ruckelt extrem, wenn man diese Karre in der Hand hat. Von daher bin ich jetzt schon froh, wenn wir das nicht allzu oft nutzen müssen. Ich hoffe, die bessern das noch nach, aber das werden sie mit Sicherheit tun. Okay, bringen wir mal den ganzen Scheiß davor. So, Essen habe ich auf jeden Fall genug und das ist schon mal die Hauptsache, weil das Schlimmste wäre, wenn du irgendwie verhungern müsstest. Aber mit den... Ja, jetzt läuft es irgendwie. Bloß nicht lenken, das ist, glaube ich, das Manko. In dem Moment, wo man lenkt... Halt, warte mal. Wir fahren das gleich davor. Dann war das im Grunde wirklich... So, perfekt. Es wäre jetzt natürlich auch interessant gewesen zu versuchen, wenn ich die Karre dahin stelle, ob dann die Bretter daraus automatisch genommen werden. Das wäre jetzt auch noch interessant. Das müssen wir beim nächsten Mal probieren. Ich lasse jetzt erst einmal diese Baumstämme hier durchlaufen. Der letzte noch hier oben drauf. So, können wir das nämlich laufen lassen und dann gucken wir mal, was wir hier noch alles herstellen müssen, um diese eine Station da noch zu bauen. Gucken wir mal. Und zwar Stationen. Wir brauchen dieses Drechslerteil. Ne, das ist ein Plank Storage. Dann, wo bist du? Das ist das Wasserrad. Das ist die Sawmill. Die muss ich auch unbedingt bauen. Da hat mir Ilona, glaube ich, gesagt im Livestream, die macht aus einem Baumstamm 5 Bretter. Allerdings, dieses trockene Rasenstück macht mir halt zu schaffen, weil ich hier irgendwie nichts finde und ich auch nicht weiß, nach was ich genau suchen muss.
Ist wirklich doof, aber okay. Werden wir schon noch kriegen. Plank Steamer. Expands Crafting Tree. Latte Maschine. Die da brauchen wir. So. Und dafür müssen wir 10 Bretter haben, ein Holzzahnrad 1,3 und ein Holzzahnrad 1 und 5 Nägel. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich würde das Ding jetzt einfach mal hier aufbauen. Das geht jetzt halt nur erst einmal ums Bauen. So, wie viel Brettersen habe ich da? So, jetzt habe ich 200. Okay, 10 Stück. Perfekt. Dann hätten wir schon mal die ersten 10 Bretter. Dann wären die schon mal weg. So, Holzzahnrad 1,3 und Holzzahnrad 1,1. Wo seid ihr? Oh, da. Das Ding muss ich auch noch machen. Das tue ich auch gleich mal craften. So, Holzzahnrad ist jetzt wahrscheinlich bei Herstellbares. Jawohl, Holzzahnrad 1,1 und Holzzahnrad 1,3. Ach, perfekt, wir haben die Materialien dafür, das ist doch cool. So, ich muss halt jetzt bloß gucken, dass das hier durchläuft. Mit dem Construction-Plan bin ich auch noch nicht so ganz schlüssig, für was ich den genau machen soll, weil einen Construction-Plan zu entwerfen für Dinge, die du schon gebaut hast und die du hier über dieses Menü bauen kannst, ist ein bisschen seltsam, würde ich sagen. So, Craft. Dann können wir das noch machen. Dann haben wir... Moment. Genau das hier. Achso, Mold need to be baked. Ich vergesse das immer. Moment, machen wir, haben wir sofort. So, einmal hier drauf, einmal anzünden. Das geht ja relativ schnell. Und 3 Nägel werden damit gemacht. Es ist halt natürlich schon ein Act, ne, muss ich sagen. Wenn ich da erstmal das ganze Eisen im Grunde freiklopfen muss. Nee, ich wollte dich jetzt nicht starten. Moment, geh wieder aus. Mails. So, jawohl, Eisennuggets. Wir brauchen einen Eisennugget nur. Das ist okay. Das sollte okay sein, weil ich habe hier einige. Ich nehme jetzt da mal 2 Stück mit rein in mein Inventar. Dann muss ich es jetzt doch anmachen. So, dann kommen hier ein Eisennugget rein. Klappe zu. So, dann könnten wir das Ding vielleicht auch gleich noch reparieren. Ah, das sind bloß 2 Schläge. Okay, alles klar. So, und dann habe ich... Na komm. Es geht ja relativ... Takeout. Takeout. Yes, 3 Nägel haben wir hergestellt. Super. So, dann gleich hier wieder aufmachen, gleich den nächsten Nugget rein und wieder zumachen, dass die Temperatur passt. Ich denke mal, dass diese Form kaputt geht, wenn die runterläuft. Kann ich die reparieren? Das probiere ich jetzt gleich mal. Sekund. So, take out. So, dann probieren wir mal. Nein, also das Ding können wir nicht reparieren. Aber ist ja auch in Ordnung. Dann einmal Feuer aus, bitte. Nägel haben wir jetzt. Kann ich die hier schon anbinden? Yes. Hä? Mir fehlen immer noch 2 Nägel. Na dann. Zum Glück haben wir das hier alles. Ja doch, das war schon richtig. Mach zu. Was ich mit dem Blei anfangen kann, weiß ich auch noch nicht. Nö. Hier, zack. Erstmal anzünden, bitte. So. Ein Nugget, bitte. Ich meine, es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn die,
wenn die Formen kaputt gehen, weil... Ach, die habe ich raus... Ich habe sie nicht aufgehoben, deswegen... Naja, komm, dann warte ich jetzt halt noch auf das eine. Dann kann man das zumindest complete. Take out. Und steck ein. Und turn off. Und los geht's. So, einmal Werkzeug in die Hand, bitte. Yes. Okay. Also, wir brauchen jetzt das Ding erstmal. Ups. Das müssen wir jetzt erst einmal da unten hinstellen, irgendwie zu der Mühle. Die Räder sind auf der anderen Seite. Deswegen tue ich das jetzt mal dahin. Weil wir können hier dann... Lads need to be powered by gears. Latte needs to be powered by gears. Okay. Vielleicht war es ja sogar nicht einmal schlecht, dass wir das schon ein paar Nägeln vorgemacht haben. So, wir müssen jetzt an der Werkbank. Und zwar, wir brauchen dann diese Übersetzungen quasi. Das wird wahrscheinlich... Ist das bei, ja, bei Stationen. Vertical Connector. Wir brauchen aber eigentlich etwas Horizontal Connector. Das Ding brauchen wir. Und dafür brauchen wir zweimal Holzrad. Holzzahnrad 1-1. Und dafür brauche ich Lockblock. Lockblock. Ich brauche einen Baum. Ach komm, wir machen da vorne. Da stehen so viele von den Dingern rum. Fäll ich die mal schnell. Weil ich habe, glaube ich, irgendwo geschrieben, ich möchte das heute auf jeden Fall zeigen mit dem Drechseln. Und es müsste normalerweise dann auch tatsächlich das sein. So. Hungerdurst ist noch in Ordnung. Nein. Wir blocken den hier. So, einmal die Axt bitte in die Hand. Achso, hattest du schon, alles klar. Das da und dann das da auch noch, weil ich denke, dass wir noch einiges brauchen werden an Zahnrädern. Von daher mache ich das so. So, wenig Werkzeuge hier. Bei Stationen war das. Und zwar horizontaler Konnektor, Zahnrad 1-1. So, hiervon brauchen wir zwei Stück. So, ich würde sogar sagen, ich stelle insgesamt vier her. Dann kann das jetzt schon mal durchlaufen. Wir könnten gleich hier nochmal Bäume schlagen. Und so langsam muss ich dann auch Material sammeln, dass ich da mal ein richtiges Haus drauf baue, auch mit Bett und so weiter. So, die Axt wird wahrscheinlich auch bald durch sein. Es gibt halt einfach nur zwei Dinger, ne? Das ist wirklich mager. So, die lege ich jetzt dahin, dann muss ich das nicht immer drehen. Dann kann ich gleich noch Bretter herstellen. So, zweimal bitte. Sollte mittlerweile auch die Zahnräder fertig sein. Eins habe ich da schon mal. Bist du noch am Werken? Ah, jetzt. Okay, gut, passt. Passt. Ja gut, aber ich muss ja an dem Ding hier sein, ne? Das ist irgendwie cool. Aber warte mal, wir könnten die Werkbank gleich mal reparieren. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt halt irgendwas ausmacht. Ich vermute, dass... das nichts ausmacht, wenn die da quasi dieser Schlüssel weg ist. Ja, perfekt. Also man braucht schon einiges, ne? Gerade Stöcke gerade mal. Kurzer Stock hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Faserseile haben wir viele. Bambus muss ich sammeln. Okay, das ist cool. So, Place, das können wir ja schon mal machen.
mache ich dann aber hier, weil dann kann ich das nämlich schon mal... Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Ah, okay. Man muss immer auf irgendwas, was sichtbar ist, gehen. Dann kurzer Stock. Die Faserseile. Okay, und damit haben wir den Horizontal Connector. Jetzt bin ich echt gespannt. Der snappt, das ist cool. Der snappt hin. Okay, und dann muss ich wahrscheinlich die Maschine nehmen. Zack. Und auch die snappt dran. Oh yes. So, also wir haben Geschwindigkeit. So, und jetzt gibt es eben hier diese verschiedenen Handle. Und da hat jede sein eigenes, seine eigenen Fähigkeiten, sage ich jetzt mal. Die einen sind gut, um Attack Speed zu machen, die anderen sind gut, um Plants zu hacken. Also im Grunde kannst du dir da deine optimale Axt für jede Ding herstellen. Handle, Length, Long, Damage und Plants. Schauen wir mal. Attack Speed. Damage on Trees. Ist halt wenig. Handle, Length, Medium. Unlock 1. Digging Chance. Attack Speed. Damage ist halt minimal, ne? Also wenn, dann würde ich schon... Damage sollte natürlich auf die Pflanzen und auf Stamina ist auch interessant, ne? Man hat auch die Range hier stehen. Length Medium. Ich denke, da ist halt... Das ist eher dann was für Waffen hier. Würde ich jetzt sagen. Sowas wie der hier wäre jetzt vielleicht ganz gut für Handle Long. Wäre jetzt ganz gut, vermute ich jetzt mal, für den Axtkopf. So, ich habe natürlich schon wieder alles verarbeitet, ist klar. Dann nehmen wir mal uns die Axt, dann hauen wir da mal schnell. Enthält oft Harz. Also ich weiß nicht, Harz habe ich eigentlich hier noch gar nicht gesehen bei der Aleppo-Kiefer. Aleppo-Kiefer. Da fallen halt immer diese Zündis raus. Warum habe ich eigentlich... Achso, ich habe die Dinger hergestellt. Okay, schauen wir mal. Zack. Handle. Long, long, irgendwas war das. Das war nicht der. Der da war das, glaube ich. Ja, also den, denke ich mal, der ist optimal. So, Craft. Das geht schnell. So, jetzt brauchen wir natürlich auch dementsprechend einen Axtkopf. So, wir heben das Ding mal auf. Das kommt dann hier einfach mal seitlich mit daneben. So, dann habe ich jetzt hier den Hammer, die Schaufel und die Pickaxe. Aber ich würde gerne... Ich würde gerne mir mal eine Axt machen. So, Werkzeuge. Nein, herstellbares. Da auch nicht, ne? Wo sind denn immer die Formen? Das ist... Oder bin ich jetzt schon wieder am falschen Ding? Die Formen? Ach, Töpferei. Mann. Oh, ich habe keinen Clay mehr. Alles klar. Aber Clay war auf jeden Fall irgendwo da. Schaufel. War auf jeden Fall da vorne irgendwo. Nee. Warum hast du jetzt das? Habe ich keine Schaufel? Doch. Schaufel habe ich, klar. Mit Schaufel. Zack. Dann könnte ich die Räder erst einmal raustun. Also nicht, dass ich das Zeug jetzt hier rumschleppe. Das bringt nämlich dann gar nichts.
So, das legen wir einfach mal dahin. Den Griff lege ich mal hier mit am Boden. Weil wenn ich jetzt da sammeln gehe, dann sammle ich. So, du kommst wieder hier neben das Feuer. So, zack. Dann habe ich meine Eisennuggets. Da gehe ich mal ganz kurz an die Kiste hier. Ne, falsch. Gehe ich mal ganz kurz an die Kiste hier. Da haben wir nämlich das ganze Roheisen drin. Da tue ich jetzt auch die Nägel mal rein. Die stacken schon. So, Axt. Okay, gut. Was essen wäre nicht schlecht oder trinken oder wie auch immer. Machen wir mal so. So, dann gucken wir mal nach dem Clay. Im Grunde sind wir ja echt gut ausgestattet mittlerweile. Jetzt geht es halt nur darum, dass wir so Stück für Stück bauen. Achso, ich habe die Schaufel ja nirgends drauf. Ne? Aber die Schaufel könnte ich dahin packen. Auf die 3. So. Dann holen wir uns gleich einmal den kompletten Vorrat hier. Zum Glück kommt ja immer einiges raus, ne? Aber gut, wir brauchen auf jeden Fall für das ein oder andere Zeug immer wieder Formen. Das heißt, Clay können wir immer wieder sammeln. Muss das Zeug genau vor die Schaufel fliegen? So. Zurück geht's, aber nimm bitte den Hammer oder die Axt. Ich will die ganze Zeit hier mit der Schaufel im Kopf hauen, dusch beim Laufen. So, da wollte ich. So, Töpferei. Wir brauchen. Wo bist du? Small Hatchet. Damit könnte man mal schauen. Damage on Trees, Damage on Plants. Oh, da geht's schon höher. Carpenter Axe ist eigentlich das Ideale, ne? Damage on Plants. Forest Axe Top. Splitting Axe ist also zum Spalten schon wieder besser. Felling Axe. Hier. Damage on Trees. Das Ding will ich herstellen. Dann kann ich damit nämlich. Also, ich meine, das macht auch so Damage, ne? So, dann einmal backen bitte. Da brauche ich jetzt allerdings wieder. Oh Gott. Einmal dicht drauf, die Axt raus. Wir brauchen den. Ups. Wir brauchen den Zünder. Wir zünden. Wir zünden. Das muss ich immer aufleuchten. Warum brennst du nicht? Zünden? Ist das Ding broken oder was? Nö. Ja, die Feuerstelle ist doch voll. Ah, jetzt. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht ging. Vielleicht war der Holzblock oder was im Weg. Das kann ja sein. So, mach hin. Und dann kann ich das da gleich wieder da am Boden legen. Bake it. Wir machen das Feuer gleich wieder aus. So, dann können wir das dahin packen. Ah, ich brauche ja mein Feuerzeug. Wenn ich kein zweites habe, ne, dann muss ich halt das da immer mitnehmen. So, weil wir nämlich für zwei Eisnuggets, das ist natürlich schon gut. Das ist günstig, wenn man so mag. So, zum einen mach mal an und zum anderen dann einmal hier Deckel auf, Eisennuggets nei und Deckel wieder zu, so zack. Gleich mal wieder nachlegen, so. Felling Axe Top Typ 1. So, komm, wird fertig. Jawohl. Take out.
So. Dann machen wir hier wieder aus, das Feuer. Zack. Machen wir gleich auf. Kann ich das jetzt nehmen? Ja, kann ich nehmen. Ach, das Dingsbums liegt da. So, dich lege ich hier mit daneben. So, dann schnappe ich mir mal das Axe-Top. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss ja irgendwie Handle und Kopf muss ich ja irgendwie zusammenbringen. Mache ich das an der Werkbank oder muss ich die einfach nur zusammenschieben? Oder muss ich, warte mal, das vielleicht in der Hand halten? Das da drauf schieben? Auch nicht. Warte mal, muss ich die Axt-Ding da drauf schieben? Nein. Ich wollte jetzt nicht den kurzen Stock. Eater Pickup, rechts für mehr Optionen. So, ich kann jetzt dieses Ding nehmen, okay. Aber wie bringe ich jetzt den Axtkopf auf die Axt? So, langer Stock hier. Rechtsklick kann ich nicht machen. Okay, kann ich das jetzt hier drauf packen? Muss ich das vielleicht mit dem Hammer zusammenklopfen? Wie wird das kombiniert? Das ist halt wirklich jetzt die Frage, ne? E to Pickup, T, Rechtsklick für mehr Optionen, aber habe ich nicht. Gute Frage, nächste Frage, ne, sagt mal. Wie mache ich das jetzt? Ich habe jetzt die Felling Axe. Ich habe den Griff. Boah, muss ich das an der Werkbank hier machen? Werkzeug? Ich habe die Axt da nicht aufgelistet, ne? Ist das Problem. Oder muss ich da an eine andere Station gehen? Töpferei wird es wahrscheinlich nicht sein. Das sind nur die Formen. Herstellbares, vielleicht da. Müssen halt jetzt alles mal durchgehen, ne? Werkzeuge. Das Komische ist, ich kann das Zeug alles herstellen. Auch die Säge kann ich herstellen, aber nicht die Eisenaxt. So. Ich denke nicht, dass ich das da unten in der Maschine machen kann. Da kann ich ja, glaube ich, nur die Dinger craften und das war's dann. Okay, vielleicht kann ich es in dem Menü hier oben machen, über Herstellung. Axt! Nein, das ist die primitive Axt. Fackel, Dingsbums, Werkzeuge. Verstehe, wer will. Bei Töpferei bestimmt nicht. Herstellbares auch nicht. Werkzeuge auch nicht. So, Leute, jetzt ist wirklich die Frage, ne? Ich habe bei der Technologie so viel jetzt. Halt. Metallurgie. Aluminiumklumpen. Du hast den ersten Aluminium-Nugget gemacht. Gießer ist in Gussformen, um Werkzeuge und Kabel herzustellen. Kabel. Oh, Jagd. Jagd habe ich noch gar nicht, das müssen wir wahrscheinlich noch freischalten. Strukturen. Also ich habe jetzt den Axtkopf hergestellt. Das war's. Required to unlock. Settlement. Bah, Leute, wie mache ich das? Drop cancel. Drop cancel. Ich kann die Dinger nicht übereinander schieben. So.
So, das ist jetzt total doof. Pottery ist die Töpferei. An dem Brechtisch werde ich es bestimmt nicht herstellen müssen. Also wenn, dann kann ich mir noch vorstellen, dass es auf der Werkbank irgendwie hergestellt wird. Oder muss ich die zwei Trümmer einfach hinlegen und dann mit dem Hammer draufhauen? Das ist echt... Das ist... Ah. Warum wird es einem nicht erklärt, ganz ehrlich? Ja, toll, ich kann es rumschieben, aber... Also wenn, dann würde ich sagen, kommt das Ding daher. Oder passt es nicht zusammen? Felling Axe Top 1. Vielleicht muss ich da auch einen anderen Griff herstellen. Dass das das Problem ist. Steht da irgendwas dabei? Es steht halt nur die Länge dabei, ne? Length, Medium, Medium, Long. Vielleicht muss ich doch einen Short herstellen? Ich probiere das jetzt mal. Ich weiß, dass der Part jetzt sehr lange geht, aber ich probiere das jetzt mal. Ich will das jetzt herausfinden. So, einmal Lockblock. Wir machen jetzt einfach nur mal einen Versuch. Ich mache jetzt einmal einen kleinen Griff von dem Damage and Plans. Ich mache jetzt einmal den hier, den Lockblock. Weil ich glaube, was anderes geht eh nicht. Das gehen nur die zwei. Damage und Plants, Attack Speed. Build, dann mache ich das da. Damage und Plants, dann crafte ich den mal ganz kurz. Jawohl, dann haben wir den drin. Weil vielleicht liegt es da dran, dass einfach der Griff und die... einfach nicht zusammenpasst oder sowas. Leute, das ist doof. Okay, dann probieren wir es jetzt nochmal mit dem Hammer. Gehen wir hier auf das Plus. Da zeigt er nichts an, ne? Den Axttyp, dann hier bei der Handle, Length Short, hier irgendwas, nee, Length Short. Also Leute, ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht übersehe ich auch wieder irgendwas, weil Rechtsklick auf dem Item for more informations, da kann ich rechtsklicken, was ich will, da geht nichts. Okay, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ob ihr das wisst, wie ich das zusammenfüge, im Grunde ist das ein Quatsch, wenn ich jetzt hier so ein kleines Popeldingensen mache, woran das liegen kann. Ich habe nämlich echt keinen blassen Schimmer. Ich verstehe auch nicht, warum ich es dann nicht zumindest an der Werkbank hier irgendwie zusammenfügen kann. Weil ich müsste das ja dann hier auftauchen haben. Vielleicht ist es tatsächlich der Griff, dass die Dinger hier, Moment, dich da auch noch, dass nur wenn die richtigen Komponenten quasi hier sind, dass ich die dann zusammenfügen kann. So, du kommst da auch noch hin und der Lange kommt da seitlich hin, dann liegt alles hier jetzt auf dem Tisch. So, ich gehe nochmal durch. Herstellbares, okay, wir können Seile machen, Tonziegel können wir machen, Töpferscheiben, Construction Plan. Muss ich vielleicht einen Construction Plan herstellen? Und muss das dann auf dem... Muss das dann konstruieren? Ich weiß es halt echt nicht, ne? Construction Plan. Research Progress. Each Pickup. Rechtsklick für mehr Optionen. Ach nee, da muss ich den Scratch-Tisch haben, ne? Okay, das probiere ich dann beim nächsten Mal aus. Ich denke mal, dass ich den Part 2 aufnehme, den nächsten, dass ich vielleicht noch keine Kommentare gesehen habe.
deswegen werde ich dann mal den Scratch-Tisch aufbauen und dann mal schauen, ob ich das da entdecken werde. Ansonsten freue ich mich natürlich schon drauf, wenn ihr mir Kommentare reinschreibt und mir sagt, wie ich diese Axt zusammenfügen kann, weil hier geht irgendwie nichts. Oder vielleicht muss ich auch nochmal eine spezielle Station hier herstellen, das kann ja auch sein. Naja, freut mich jedenfalls. Oder muss ich den auf dem Anvil machen? Anvil. Vielleicht hier. Werde ich ausprobieren, aber erst beim nächsten Mal. Also wir machen uns einen Amboss und ja, mal gucken, vielleicht funktioniert es ja dann da. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, Kommentare, wie gesagt, gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.